So, liebe Ute, ich werde jetzt mal den Ton freischalten. Ja. Jawohl. Also, liebe Ute, stell dich gerne vor. Das ist jetzt dein Raum, die nächsten 45 Minuten. Danke, dass du heute für uns da bist. Ja, danke Sandra, das war super mit der Meditation. Ja, ich freue mich total hier zu sein und ich sehe ein paar bekannte Gesichter. Ich sehe ganz viele Gesichter, die ich nicht kenne. So viele Leute, das ist für mich sehr aufregend, vor so vielen Leuten Karten zu legen. Aber es ist eben auch ein großes Geschenk und ich freue mich. Ja, ich würde auch am liebsten gerne starten und Magst du noch, folgen. hast du Lust, dir noch so ein, zwei Sätze über dich zu erzählen? Ja, also ich bin Tarotkartenlegerin. Also Tarot ist etwas, was ich so sehr fühlen kann in mir. Und bei mir geht es nicht darum, in die Zukunft zu schauen. Also ich bin keine Wahrsagerin, sondern ich schaue mit dir in dein Unterbewusstsein oder dahin, was dein Geistführer dir sagen möchte oder was deine Seele jetzt gerade braucht. Ich schaue mir mit dir Blockaden an und ja, das, was jetzt im Moment dich daran hindert, glücklich zu sein oder das zu bekommen, was du dir wünschst. Ja, und das ist das, was Tarot auch kann oder was Tarot vermag. Also in die Zukunft schauen als Wahrsagerin, so verstehe ich mich einfach nicht. Erzähl den, erzähl unseren Teilnehmern mal, wie viele Tarotkartendecks du hast. Ja, also Tarot wollte wirklich zu mir und in mir leben sozusagen. Das habe ich ja schon erzählt im Intro sozusagen. Ich habe 50 oder 60 Tarot-Decks. Die lege ich allerdings auch nicht alle, weil ich habe so Lieblingsdecks oder Decks, die halt einfach sehr passend sind für bestimmte Menschen. Die nehme ich immer wieder gerne zur Hand. Ich habe ein Deck, das ich auch nur mir selber lege. Aber ja, 50 bis 60 Decks und die sind so wunderschön und wertvoll und ich zeige sie auch immer gerne, wenn ich Besuch bekomme und der Besuch ist interessiert an meinen Tarot-Decks, dann zeige ich die gerne her. Ja, so ist das. Hey, dann würde ich vorschlagen, Ja. wer von euch steckt gerade im Leben fest und sagt, ich komme nicht mehr vor, ich komme nicht mehr zurück, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ob partnerschaftlich, gesundheitlich, finanziell, beruflich, der hebt einfach mal seine Hand. Ich habe die Andrea gesehen. Andrea G. Hallo Andrea, soll ich jetzt mal auf das Feld klicken? Ich glaube, das kannst du nicht, weil ich dich nicht auf Co-Host freigeschaltet habe. Also, da müsste sie eben die Hand hochhalten. Ja, Andrea, genau. Aber ich würde gerne dich hören können. Kannst du sie freischalten? Also Ja, wenn ich sie sehe, sie hat ihre Hand nicht hochgehalten. doch, halt noch mal hoch, genau. Nee, unten anklicken, damit ich sie unter meinen 70 Teilnehmern sehe, sonst muss ich alle Seiten durchblättern. Ich soll sie anklicken. Weißt du, da gibt es dieses Handzeichen, wie auch die Ursula, die hat jetzt auch ein Handzeichen gelegt da oben. Siehst du? Nee. Also ihr könnt, Kannst du die ja selber machen? ihr könnt unten, nee, ihr könnt unten auf Reaktionen gehen und dann könnt ihr einfach die Hand hochhalten. So, also ich habe jetzt. Dann müsste sie vielleicht gleich nochmal schauen. Also ich habe jetzt die Katharina, ich habe die Claudia, die Ursula, die haben jetzt die Hand schon gehoben. Ah, da ist die Andrea, jetzt sehe ich sie mit den türkisen Haaren. Okay, dann schalte ich dich jetzt einfach mal frei. So, jetzt müsstest du nur eben draufklicken, Andrea. Ja, sprich mal, sag mal was. Hallo. Oh, Ja, es hat geklappt. Super, liebe Ute. wie wundervoll. Super, Andrea. Ich mache. Hi. Hallo, ich freue mich. Das ist super, dass du dich sofort Ich habe gemeldet hast. gebetet dafür. Ich Ja. habe gebetet dafür, wirklich. Oh, wie schön. Das freut Ja. mich sehr. Du, Andrea, stell bitte die Füße auf den Boden und Mach überkreuze ich. dich. Nein, das weiß ich, ja. Das kennst du schon. Super. Dann mische ich jetzt erstmal die Karten. Ich mache das immer so, dass ich mir erstmal die Energie anschaue, mit welcher Energie du hier gerade bei mir bist oder wie ich dich wahrnehmen kann.
Und dann schaue ich mir dein Thema an oder du kannst auch Fragen stellen. Genau, das machen wir jetzt gemeinsam. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, das kriegen wir genauso, aber das kriegen wir beide hin. Hast du die Füße auf dem Boden? Ja. Sehr schön. Füße, die Hände nicht überkreuzen und dann geh mal in dein Herz. Fühl dich mal in deinem Herzen. Okay, dann kann ich mich mit dir verbinden. So. Okay, jetzt fühle ich dich. Andrea, mit welcher Energie bist du hier gerade? Also ich bin mit meinem Herzen sehr dabei, habe auch ein bisschen Angst. Ja, warte mal. Andrea, ich habe Ja, jetzt, weißt gerne. du, wenn ich Fragen stelle, Ja. nur zur Info für euch alle, dann frage ich das Tarot. Und ich Ah, wiederhole die Fragen auch ganz okay. oft, Okay. damit dein Unterbewusstsein mir eine Antwort gibt. Und die Antwort bekomme ich durch die Karten gezeigt, weißt du? Okay, Okay, gut. verstanden. Dankeschön. Ja, was ich sehe, ist, dass du einen Neustart möchtest im Leben. Du hast auch schon einiges in die Wege geleitet. Du hast schon Pläne gemacht, also du willst was Spirituelles machen oder du willst dich spirituell, möchtest du dich zeigen. Du möchtest, dass die Welt weiß, dass du etwas zu sagen hast. Aber du weißt noch nicht genau, wie du das anstellen sollst. Du hast so ein Bedürfnis in dir, dass du denkst, ja, ich will es gerne mitteilen, aber du weißt, du hast noch nicht wirklich eine Richtung. Ja, Ja. Okay. Andrea, absolut. ich schaue mir mal an, was dein Thema ist. Ich frage die Karten, ne? Nur nochmal zur Information. Geh nochmal in dein Herz, Andrea. Und dann frage ich die Karten mal. Frag mal, was dein Thema ist. Das ist die Energie, von der ich gerade gesprochen habe, die ich sehen kann. Aber was ist dein Thema? Was ist dein Thema? Was ist dein Thema? Ist mit ganz viel Elan, ich sag jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen ohne Bedenken. Du bist ein Mensch, du hast oft keine Bedenken und gehst du in die Welt. Du hast ein ganz großes Herz, was ich hier sehe und das teilst du auch mit. Und auch wenn du Enttäuschungen erlebst, dann sagst du auch, es ist nicht schlimm. Also du bist so ein ganz offener Mensch und du bist so ja, liebevoll. Du möchtest den Menschen wirklich gerne etwas Gutes tun. Ja. Du hast ein ganz, wie du eben schon gesagt hast, du hast ein ganz großes Herz und du hast so das Bedürfnis, ja, die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Ja. Andrea, möchtest du was Bestimmtes wissen? Also ich stecke gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation, was meine Wohnungssituation anbelangt, Okay. und habe auch zu Unrecht eine sogar nicht rechtliche Kündigung bekommen, und möchte gerne wissen, ob meine aktuelle Lieblingswohnung noch der richtige Weg ist. Oder ob ich mich lieber auf etwas Neues einlassen darf. Also ich sehe hier einen Umzug. Okay. Ich sehe ja einen Umzug und dieser Umzug ist gut für dich, Okay. weil du, ja, ich frage noch mal die Karten. Okay. Ich frage mal die Karten. Ist ein Umzug ein guter Weg für dich? Sollen wir das mal fragen? Ja, wäre ein Ja. Umzug, aber ich sehe das. Aber ich frage noch mal.
Also wenn ich noch etwas da hinzufügen dürfte, wäre auch mein Wunsch, dass ich das mit meiner Berufung vereinen darf. Genau. Ja, aber dir fehlt noch was. Weißt du, dir fehlt etwas und du bist sehr im Kopf und du hast auch so Ja. Pläne, aber du fühlst dich wie gefangen und Ja. du bist sehr unsicher. Du weißt gar nicht, ja, du hast Pläne, aber und du hast auch ganz viele Pläne eigentlich, aber umsetzen fällt dir oft schwer, diese Pläne umzusetzen, das fällt dir total schwer. Ja. Weißt du, du bist ein Mensch, du baust dir selber oft eine Hürde. Und Ja. das kommt gar noch nicht so sehr von außen, sondern das hast du ein Stück weit auch in dir selbst. Jetzt frage ich mal die Karten, warum brauchst du diese Hürden noch? Weißt du, warum baust du dir selber Hürden? Soll ich das mal fragen? Ja, gerne. Wozu dienen diese Hürden? Das ist eine gute Frage. Okay, Ja? ich danke dir. Wozu dienen diese Hürden in deinem Leben? Wozu brauchst du die? Wozu dienen diese Hürden? Wozu brauchst du diese Hürden? Okay, das ist eine ganz wichtige Frage jetzt hier für dich. Wozu brauchst du diese Hürden? Weißt du bist zwar jemand, du gehst gerne nach vorne, aber möchtest nicht nochmal die Dinge wiederholen, die schon mal passiert sind. Ja. Du hast verstanden, dass manche Dinge in deinem Leben nicht nochmal genauso passieren sollen. Die Frage ist aber, was ist der richtige Weg? Du weißt, was du nicht willst. Und Ja. was nicht der richtige Weg für dich gewesen ist. Aber Genau. die Frage ist, was musst du tun, um die Dinge nicht zu wiederholen? Also, Ja. weil du hast, ja, was musst du tun, um diese Dinge denn nicht zu wiederholen? Was ist denn hier wichtig für dich zu wissen, dass du diese Dinge nicht wiederholst? Und davor schützt du dich eigentlich, dass es nicht nochmal durch dieses Nicht-Wiederholen, obwohl du gerne also du bewegst dich sehr gerne, du bist ein Mensch, du gehst gerne nach vorne, aber du hast gelernt, ja, manchmal ist das vielleicht nicht so der Weg, den es braucht. Und deshalb gehst du diesen Weg nicht mehr. So, was ist das denn, was dich da jetzt gerade. Was du nicht wiederholen magst. Was soll sich denn in deinem Leben nicht mehr wiederholen? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, dieses Vertrauen. Ich sehe dich gerade nicht. Da bist du. Du veränderst, also die Position verändert sich immer irgendwie. Du bist. Entschuldigung. Oh, jetzt hast du dich gerade gedreht. Na, oh, mein Handy spinnt gerade ein Ja. bisschen. Du hast, So jetzt. weißt du, wenn du zu viel Liebe und Naivität, sage ich jetzt mal, und Gutgläubigkeit. Je mehr Liebe und Gutgläubigkeit du in Situationen hineingegeben hast, umso schneller wurde diese Situation ich sag jetzt mal, wurde gekappt oder du hast gelernt, dass das nicht funktioniert. Und du hast ein bisschen irgendwann den Mut verloren. Du hast den Mut verloren, weil du hast dich gezeigt und du hast Dinge gemacht und dann hast du. Aber das hat nie nicht so funktioniert, wie du es gebraucht hättest. So. Und ich frage jetzt mal, was brauchst du denn? Was ist denn wichtig für dich? Was ist denn jetzt wichtig für dich? Weil jetzt fängt ja etwas Neues an in deinem Leben.
Ja, du hast ja schon vieles hinter dir gelassen, Ja. und du hast Erfahrungen gemacht, die sich nicht wiederholen sollen. Nämlich, Nee. wenn du zu naiv warst oder wenn du zu gutgläubig warst, das gehört der Vergangenheit an. Aber was brauchst du denn jetzt? Was ist jetzt wichtig für dich? Was brauchst du jetzt? Geh nochmal in dein Herz, Andrea, fühl dich nochmal. Ja, okay. Was brauchst du denn jetzt? Was ist denn jetzt wichtig für dich? Weißt du, es gibt Dinge, auf die du noch richtig sauer bist. Hier liegt, guck mal, wenn du noch etwas nicht verarbeitet hast, was man dir mal getan hat, sage ich jetzt mal. Da gibt es Leute oder Situationen, dass du bist wie ein bisschen wie geschockt darüber und das ziehst du. Du ziehst es immer durch dein Leben und diese Dinge dürfen gehen. Weißt du, es ist wichtig, wenn du weiterkommen willst, dass du diese Dinge abschließt. Und das hat was mit Wut zu tun. Guck mal, du bist ein ganz liebevoller Mensch und wenn man dich wütend macht, das dauert tut, also dich wütend, Ja, das dauert richtig Entschuldigung, lange. das dauert sehr lange, ja. Aber wenn man dich wütend gemacht hat, dann bist du fassungslos. Weißt du, du bist so wie fassungslos. Aber diese Wut darf in deinem Leben gesehen werden. Sandra, oh, Andrea, ohne diese Wut kommst du nicht weiter. Ohne diese Wut zu sehen, kommst du nicht weiter. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie du denn an deine Wut kommen kannst. Ist das eine Frage für dich? Ja. Geh nochmal in dein Herz, fühl das mal, Andrea. Geh mal, genau, fühl das mal im Herzen, dieses enttäuscht worden sein. Wie kannst du diese Wut denn fühlen, dass sie dann gehen kann? Was ist jetzt wichtig für dich? Was ist denn da wichtig für dich zu wissen? Ja, weißt du, wichtig ist diese Wut. Diese Wut hat aber auch was mit Verlassenwerden zu tun. Und das ist dein Thema. Das wird, weißt du, ich sehe das hier als, du löst das jetzt. Guck mal, es ist eine neue Zeit da. Und wir Frauen miteinander können uns so schön unterstützen, dass wir auch die Themen, die richtig wehtun, miteinander lösen können. Ich empfehle dir sehr, Andrea, dass du dir jemanden suchst, mit dem du diese Dinge besprichst. Kennst du da jemanden? Also es ist wichtig für dich, dir das nochmal anzuschauen und zwar in so einem, weißt du, in einem sicheren Rahmen, weil die Wut können wir leichter fühlen als die Trauer. Und weißt du, die Wut fühlst du, aber dieses traurige Gefühl dahinter ist so schwierig, weil es sich versteckt ein bisschen. Und genau das will gerade gesehen werden. Aber das transformierst du. Das liegt hier in der Transformation. Guck mal, du bist nicht ohne Grund jetzt heute hier. Freue ich mich sehr, Du hast ja. dich so getraut. Und deshalb, die Karten sagen dir, wenn du dich traust, dir diese Trauer und diese Wut, aber die Trauer ist eigentlich das wichtigere Ja, Thema, ich weiß, auf, ich weiß. dir das anzuschauen, dann wirst du frei sein. Dann ist es egal, dann kommt eh die richtige Wohnung zu dir. Weißt du? Wenn du das willst, dann wirst du die richtige Wohnung, weil du dann ein Gefühl von Heimat bekommst. Weißt du, ein Gefühl von in dir wohnen bekommst. Und jetzt hast du kein Gefühl von in dir wohnen. Du wohnst nicht in dir. Guck mal, du gehst immer so Gefühlen ein Stück weit aus dem Weg. Ja. Weißt du, die Karten sagen, das ist jetzt dran und es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Okay. Ute, ich bekomme gerade einen Impuls. Ja. Kommt jetzt gerade mitten rein. Liebe Andrea, wenn du am Samstag, den 18. November, Zeit hast,
Von 19 Uhr für 2 Stunden möchte ich dir gerne mein neues Seminar schenken, dass du dabei bist, um zu lernen, wie du an deine Wut kommst. Ganz gerne. Schreib mich einfach an und dann Okay. bekommst du von mir einen gratis Zugangscode, ja? Oh, danke schön. Voll die Gänsehaut gerade. Ich Das muss mal. passt so gut. Das passt so gut. Okay. Dankeschön. Oh, danke schön. Andrea, Andrea, du bekommst eine abschließende Botschaft für mich. So kann ich dich jetzt nicht hier entlassen. Geh nochmal in dein Herz, fühl dich nochmal. Eine abschließende Botschaft für dich, Andrea. Eine abschließende Botschaft für dich. Okay. Was will die geistige Welt dir jetzt noch mitteilen? Weißt du bist so liebevoll, du bist ein ganz liebevoller Mensch, aber deine Liebe darfst du in erster Linie erstmal dir selber schenken. Weißt du bist immer im Außen mit deiner Liebe und die Karten sagen, hey, hör mal auf damit. Du Menschen auch Liebe, die es vielleicht nicht wertschätzen können oder wo es, ich sag mal, ein bisschen verpufft. Und jetzt ist mal die Liebe zu dir selber dran. Und das bringt dich auch nach vorne. Bündel mal deine Energien. Du bist die Königin der Kelche hier, mein Karl. Ja, Okay, du danke bist schön. ein ganz liebevoller Mensch, aber jetzt bist du dran. Okay. Schreib dir das mal auf, bitte. Jetzt bin Ja. ich dran. Bitte so einen Zettel aufschreiben. Jetzt. Ich stehe jetzt an erster Stelle und darf meine Bedürfnisse selbst erfüllen. Oh, ist das schön. Am 18. war das, gell? 18. November, ja, 19 Uhr, genau. Und Musst jetzt bin ich dran du und gehen. der 18.11. Das steht jetzt auf meinem Zettel. Ich bin euch so dankbar, Muss wirklich. mich halt nur anschreiben, weil ich habe keine Adresse von dir, gell? Das mache ich. Ich habe wirklich dafür gebetet und Kurt Tepperwein gehört und so. Und ja, wirklich. Ich habe mich ganz viele Räucherkegelstäbchen und habe Kakaozeremonie und so. Ja, wirklich. Süß. Ich bin sehr dankbar dafür. Okay. Ich war auch mal, ich habe auch ein kleines SHT-Seminar besucht. Okay. Genau. Prima, Andrea, dann freue ich mich. Wir freuen Ja, uns. ich mich Und dann auch. gehen wir mal weiter und schauen nochmal. Hab noch einen schönen Abend, du Liebe. Ich schalte dich jetzt Gleichfalls. wieder auf Stumm. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Liebe Ute, möchtest du jemanden aussuchen oder soll ich jemanden aussuchen? Jetzt habe ich als erstes die Ursula. Die Ursula, okay. Sehe Dann ich. gehe ich mal auf Hallo Ursula. Freischalten. Hallo. Hört Hallo. man mich? Ja, okay. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Okay, gut. Ursula, stell die Füße auf den Boden, überkreuze nichts, geh mal in dein Herz, fühl dich mal und ich schaue mir erstmal deine Energie an. Mit welcher Energie bist du hier gerade? Ursula, mit welcher Energie nehme ich dich hier gerade wahr? Welche Energie nehme ich dich hier gerade wahr? So. planst du eine Therapie zu machen, Ursula? Bitte? Planst du eine Therapie zu machen? Nee, nein. Hier liegt, dass du dich mit der Thematik deiner Kindheit auseinandersetzen möchtest. Du hast, also, oder das kommt auf dich zu, weil hier liegt die Zukunft, also dass du in Zukunft verstehen willst, was dir in deiner Kindheit passiert ist. Ja, damit beschäftige ich mich schon, ja. Oh ja, genau. Und das ist etwas, was du ganz klar in dein Leben integriert hast.
Du bist, das ist so wie so ein Konzept, das du gerade für dein Leben hast. Und das ist super. Das liegt total gut hier, weil das bringt dich im Leben weiter. Das sind die dunklen Dinge, die du dir anschauen magst oder die du dir schon anschaust. Es Ich sind. finde nichts. Ich finde gar nichts irgendwie. Ich komme da nicht hin. Ja. Ja, und ich bin eben auch immer so blockiert. Ich komme nicht ins. Ja. Ja, weißt du, du liegst ja als, du bist sehr im Kopf. Und was ich, das, also diesbezüglich. Und was du möchtest, ist das aber fühlen. Und ich sehe, dass es super schwer ist, von hier in dein Herz zu kommen. Du möchtest es fühlen, um es zu erlösen. Und das fällt dir so schwer. Aber du möchtest das so gerne. Gut, ich möchte hier nicht mit dir in die Tiefe gehen. Oder die dunklen Dinge aus deiner Kindheit, die will ich hier nicht mir anschauen. Aber ich will mir gerne anschauen, wie du vom Kopf ins Herz kommen kannst. Wie du das miteinander verbinden kannst. So, Ursula, geh jetzt mal in dein Herz. Geh jetzt mal in dein Herz und fühl dich mal. Und ich frag mal die Karten, wie du diese Dinge fühlen kannst, wie du lernen kannst, wie du anfangen kannst, es zu fühlen. Wie kannst du anfangen, das zu fühlen? Ja, jetzt fühle ich dich. Jetzt fühle ich dich. Wie kannst du anfangen, das zu fühlen? Wie kannst du anfangen, das zu fühlen? Also die Karten sagen, dass du deinen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich sage jetzt mal, was mir als erstes gekommen ist. Du hast sehr viele Fähigkeiten, aber du hast vor allen Dingen kognitive Fähigkeiten. Du bist so ein Denker, also du bist so eine Denkerin. Du bist jemand, du kannst auch sehr klar denken, aber du überlistest auch dich mit deinem Denken. Zu viel Denken. Also als würdest du, weißt du, also du hast ein Konzept, wie du immer da oben bleiben darfst, aber und da hast du Fähigkeiten, die sind immens und enorm und du machst das eigentlich schon immer. Also es ist etwas, was du wahrscheinlich auch wirklich gelernt hast, weil sonst hättest du das auch nicht so gut überstanden bis heute. Weißt du, es war ja anscheinend auch wie so ein Schutz, dass du sehr im Kopf bist. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Du möchtest das nicht mehr. Nee. Okay, dann frage ich mal, was ist denn der erste Schritt? Es darf ein kleiner sein, aber es darf ein Schritt sein, weil deine Seele verlangt da gerade nach. Du willst es ja jetzt. Du bist ja bereit dazu. Wie kommst du in dein Herz? Wie kommst du in dein Herz, Ursula? Wie kommst du dahin? Ursula, wie kommst du in dein Herz? Wie kommst du dahin, oh Ursula? Wie kommst du dahin? Wie kommst du denn dahin? Ja, Sandra, hast du auch ein Seminar für das Mutterthema? Weil du hast, hier liegt das Mutterthema und ich weiß ja, dass ihr euch. Ach so, ja, und mit der Sandra zusammen machen wir ja unsere Frauenheilkreise. Und da ist das erste Seminar die Mutter, das zweite der Vater. Und da geht es so weiter.
Okay, das haben Wahrscheinlich. wir jetzt nicht abgesprochen, wir beide. Ich war auch gerade am Überlegen. Du, Ursula, hier liegt das Mutterthema, das jetzt dran ist bei dir. Hast du dich schon. Geht es darum, dass ich Mutter bin oder meine Eltern, Deine also meine Mutter? Mutter. Ja, okay. Die ist dieses Jahr gegangen. Und deshalb ruft deine Seele danach. Weißt du, jetzt ist sie gegangen und jetzt willst du, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so schwierig, weißt du? Vielleicht ist die Zeit jetzt reif dafür. Aber es ist ein Mutterthema, das du hier bearbeiten darfst, und zwar in einem geschützten Rahmen. Deshalb sage ich das jetzt so. Das ist, weil das, ja, ich sage jetzt mal, dieses nicht fühlen können, hat was mit deiner Mutter zu tun. Und ich frage jetzt noch mal, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe mit dir. Wir beide können uns das natürlich auch angucken. Also mit Karten kannst du wirklich alles sehen. So, ich frage jetzt noch eine Frage dazu. Was brauchst du denn jetzt? Was ist denn jetzt wichtig? Jetzt hast du diese Information, dass es was mit deiner Mutter zu tun hat. Was ist denn jetzt wichtig zu wissen für dich? Was ist denn jetzt wichtig für dich zu wissen diesbezüglich? Was ist jetzt wichtig für dich zu wissen? Es ist wichtig, dich ja damit auseinanderzusetzen, weil, weißt du, wenn du ein Leben, das dein Leben leben willst, ein gefühlvolles Leben, was du möchtest, du stehst da jetzt an diesem Punkt und du hast lange Zeit ein Leben im Kopf geführt und jetzt darfst du und möchtest du auch ein Leben ganzheitlich führen, dass deine ganzen Chakren miteinander im Kontakt sind, dass nicht dein, ich sag mal, dein Alltag hier aufhört, hier, sondern dass es hier fließen kann. Und da und dein und der Weg dahin ist das Thema Mutter. Der Weg dahin ist das Thema Mutter. Und es scheint auch ein Ahnenthema zu sein, dieses Nicht-Fühlen, dieses schwierige Thema Mutter sein, also Frau sein, das hat deine Mutter schon genauso gehabt. Ja, ich weiß. Deren Mutter hat das schon genauso gehabt. Das ist bei euch ein Ahnenthema. Und du löst das jetzt. Weißt du, du bist jetzt diejenige, die diesen Spirit hat und auch die Bereitschaft, das zu lösen für alle weiblichen Vorfahren. Und ja, und dann kommst du in deine Gefühle. Dann kommst du langsam in deine Gefühle. Und alle Gefühle, die damit zusammenhängen, mit dem Mutterthema, die öffnen dir dein Herz. Okay. Ja. Wunderbar. Okay, danke schön. Ich gebe dir eine abschließende Botschaft. Danke. Ich möchte dich jetzt gerne mit einer, weißt du, dass es rund ist, so mit einer Botschaft der geistigen Welt möchte ich dich gerne entlassen, Ursula. Eine Botschaft der geistigen Welt für dich. Geh nochmal in dein Herz, fühl dich nochmal. Fühl dich nochmal. Eine Botschaft der geistigen Welt jetzt für dich. Eine Botschaft der geistigen Welt für dich. Weißt du, das ist dein Lebensthema. Das ist ein Thema, das auf deinem Seelenweg, dein Seelenplan, auf deinem Se oder dein Seelenplan ist, hat das verankert sozusagen, dieses Thema. Und zwar löst du das wirklich für diese ganzen Ahnen,
Strenge sozusagen. Und du hast lange genug dein Herz verschlossen. Und die Zeit ist wirklich sowas von reif. Und sei im Vertrauen, dass die geistige Welt bei dir ist. Weil deine Seele will das und die geistige Welt will das auch, weil du erlöst das für die gesamte Familie. Das erlöst du auch für deine Töchter. Hast du eine, also für Ja, deine. ich habe eine. So. Du erlöst das auch für deine Tochter und für deren Töchter eventuell. Du erlöst es für alle nachfolgenden Generationen. Und bist jetzt gerade so die Schnittstelle oder die Schlüsselstelle oder die Lösungsstelle oder wie auch immer. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Wunderbar. Okay. Dankeschön. Danke, liebe Ursula. Ich schalte dich jetzt wieder auf stumm. Okay, danke. Ute, trink mal zwischendurch was. Ja, ich habe vorher schon ganz viel getrunken. Du, liebe Ute, ich kriege irgendwie die Katharina ins Bild. Ist das passend für dich? Ja, letzte Legung Okay, dann ist schalte ich sie mal frei. ja. Hallo. Katharina. Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön dich zu sehen. Danke, gleichfalls. Ja. Katharina. Du hast das Prozedere jetzt schon verstanden, ne? Siehst du auf dem Ja. Boden. Genau. Ja. Überkreuze nichts. Geh mal in dein Herz, fühl dich mal. Dann schaue ich mir erstmal deine Energie an. Mit welcher Energie bist du hier gerade bei mir? Mit welcher Energie? Mit welcher Energie bist du gerade bei mir? Welche Energie bist du gerade bei mir? So. Bei dir hat sich was verändert im Leben. Ja. Hier liegt eine ganz große Veränderung. Hat das was mit Partnerschaft zu tun? Auch, denke ich mal. Ich habe mir eigentlich ein anderes Thema ausgesucht, aber Partnerschaft ist auch ein Thema, ja. Weißt du, hier spricht ja deine Seele oder dein Ja, Unterbewusstsein. genau, die hat jetzt gewählt. Das gewählt, ganz klar. Ja, hier liegt deine Partnerschaft, ganz klar. Bist du verheiratet? Hast du jetzt. Ich habe ganz lange eine Partnerschaft mit meiner Seele in den letzten 15 Jahren. Also ich habe an mir gearbeitet. Ja. Hast du eine Partnerschaft mit dir selbst? Nein, du hast eine Partnerschaft mit jemandem. Nein, ich habe keine Partnerschaft im klassischen Sinne. Ich habe jetzt nur die letzten Jahre so bezeichnet, weil ich echt Dinge ja, erledigen musste, heilen musste auf meinen Heilweg einfach. Ne? Also ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Sorry, tut mir leid. Bist du in einer Partnerschaft oder nicht? Nein, Nein. keine Partnerschaft, aber der Wunsch ist da. Ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich das auch, was hier liegt. So, du hast sehr an dir gearbeitet, damit eine Partnerschaft möglich wird. Ja. So liegt das hier. Aber, jetzt kommt leider ein Aber. Aha. Gerne. Du wehrst es noch ein bisschen ab. Aha. Es gibt etwas, was du noch nicht, wo du noch nicht frei bist. Ich frage jetzt mal die Karten, was das denn ist, wogegen du dich wehrst, ja? Gut. Ja, alles klar, Katharina. Ist so schön. Geh mal in dein Herz, fühl dich mal. Was ist das, wogegen du dich wehrst? Wogegen wehrst du dich denn hier? Wogegen wehrst du dich denn? Wogegen wehrst du dich denn?
Wogegen wehrst du dich? Hier liegt. Das, also ich fantasiere jetzt mal, hier liegt, dass du denkst, dass Männer dich sowieso nicht erkennen können. Also hier liegt, dass Männer sich sowieso nur Illusionen machen von Frauen, sag ich jetzt mal, oder Ja. dass Mann und Frau eigentlich gar nicht so wirklich zueinander kommen können. Hier liegt so dieses, Männer wollen gerne schöne Frauen und Männer wollen gerne Frauen zum Vorzeigen. Also hier liegt so wie so ein Bild, das du im Kopf hast. Und oder du hast eine Illusion von Männern, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall liegt hier so eine Trennung. Und was ich auch vorher schon gesehen habe, ist, dass du eine Königin bist, aber die Männer, die du in Erwägung ziehen würdest, die sind gar nicht so auf deiner Ebene. Also ich sehe hier so, weißt du, du stehst hier von der Entwicklung und von dem, was du für dich schon erreicht hast und was du auch schon erlöst hast in deinem Leben. Aber die Männer sind da irgendwie nicht. Also entweder lernst du keine Männer kennen, die auf dieser Ebene sind mit dir, oder aber du hast das Gefühl, du. Die Männer wollen nur das eine. Hier liegt das so. Die Männer wollen nur das eine. Oder du, die wollen nur schöne Frauen oder nur junge Frauen oder was auch immer. Also hier liegt so ein bisschen so ein verschobenes, ein schwieriges Bild, was die Männer angeht. Was sagst du dazu? Also kannst du das bestätigen oder soll ich nochmal weiterschauen? Ja, schau mal weiter, weil ich in eine Gegend gezogen bin, wo ich eigentlich irgendwie gar keine Auswahl habe. Ich lebe hier eigentlich relativ isoliert. Also Ja. das, was du gesagt hast, das gilt für die Vergangenheit. Das sind Themen, an die bin ich aktiv dran gegangen. Ne? Also bestimmt schon seit 10 Jahren habe ich das Schritt für Schritt immer abgebaut. Aber ich glaube, nee. Aber ich fühle mich einfach weit weg davon, Ja, ne? so liegst du hier auch. Du liegst wirklich, weißt du, wie so eine Distanz. Also der Mann liegt auf der einen Seite und du liegst Ja. der anderen Seite, und das ist so wie die beiden Königskinder, die irgendwie nicht Ja. zueinander finden. Und das ist so, als wäre da so ein reißender Fluss zwischen euch. Ja. Und was ich sehe, ist, dass du dir so ein Bild machst von den Männern, oder du denkst, die Männer machen sich ein Bild von den Frauen. Das ist aber so, sind Vorstellungen, weißt du, die ich hier sehen kann. Ich frage nochmal die Karten. Das ist ja interessant, ne? Wieso du die Männer als so weit weg von dir empfindest. Jetzt hast du ja an dem Thema gearbeitet und die Männer sind so weit weg. Wieso ist das so? Da möchte ich gerne mal fragen, ja? Katharina, Ja, okay. okay. Ich frage mal, du hast an dem Thema so stark gearbeitet, jetzt sind die Männer aber dennoch so weit weg. Warum sind die Männer so weit weg? Und dafür, dass die Männer so weit weg sind von dir. Warum sind die Männer in deinem Erleben so weit weg? Warum sind die Männer so weit weg? So, jetzt fühle ich dich. Warum sind die Männer so weit weg? Hier ist sowas. Hier liegt so eine feurige Energie. Jetzt sehe ich dich gerade nicht. Siehst du mich? Ich habe eben nur Strom Ah, angestöpselt. da bist du. Da bin ich, ja. Ah, jetzt sehe ich dich. Du hast gerade eine weiße Wand hinter dir. Jetzt sehe ich dich. Ja, genau. Du, hier liegt so eine feurige Energie. Also, hier liegt so ein, wenn du Männer triffst, bist du kratzbürstig. Also die Männer, die dich gut finden, die lässt du gar nicht an dich ran. Also du wirst dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, Ja, ich weiß. Ich weiß es. du weichst aus, du veränderst dich.
Wenn ein Mann sich mit dir treffen möchte, würde er das wollen? Da würde Nein, es sein. ich bin nur kratzbürstig bei Männern, die absolut nicht passen. Okay. Also bei Männern, die nicht auf Augenhöhe sind oder nicht annähernd auf Augenhöhe sind, bin ich kratzbürstig, weil ich das einfach, da kann ich kein Shishi machen, ich empfinde das einfach nicht, ich bin einfach nur ehrlich. Naja, Ne? absolut. Absolut. Ja. Aber ich sehe hier, natürlich bist du ehrlich, ganz klar. Ja. Würde ein leidenschaftlicher Mann, ich sag jetzt mal, hier liegt einer, der ist feurig und der will vielleicht auch mal ein bisschen, also der macht so Andeutungen, der ist so, ja, leidenschaftlich. Da sagst du, ne, Freund, geh weiter. Gottes Willen. Also, weil der, ich sag mal, so ein bisschen schon so interessiert daherkommt, passt der schon nicht. So sagen es die Karten. Also, ich sag mal, du bist sehr streng mit den Männern. Ist das so? Ja, weil das, was ich bisher angezogen habe, gerade auch in letzter Zeit, die sind einfach nur auf das Körperliche reduziert. Und ich reduziere mich darauf nicht. Also das nährt mich nicht. Das So, ist so. aus welchem Grund, ich frage jetzt mal, warum, aus welchem Grund ziehst du denn diese Männer in dein Leben? Dafür gibt es ja einen Grund. Ja, das weiß ich nicht. Ja, Ich bin nur so einer Übergang. Ich das bin haben so wir einer jetzt mal die Karte. Übergangsfall. Da fragen wir mal die Karte. Soll ich mal die Ja. Karte fragen? Bitte. Katharina, warum sind es diese Männer, die in dein Leben kommen? Warum ziehst du diese Männer in dein Leben? Geh mal in dein Herz, fühl dich mal, Füße auf dem Boden, nichts überkreuzen. So, Ja, jetzt. ich stehe dann ganz gerade. Alles klar. Warum ziehst du denn diese Männer in dein Leben? Upsala, hier kommt schon einer gesprungen. Also hier liegt so ein ungerechtes Verhalten. Bist du von einem Mann mal sehr ungerecht behandelt worden? Hier liegt so die Ungerechtigkeit und dieser Kummer, den ein Mann dir mal gemacht hat. Und du hast wirklich viel auch daran gearbeitet. Hier gibt es aber eine bestimmte Situation, die es nochmal bedarf, dass du dich ihr widmest. Also ich habe schon viel erlebt und ich weiß, dass ich auch alte Sachen aus alten Inkarnationen getragen habe. Auch das habe ich auch also transformiert. Ne, was jetzt noch da liegt, sehe ich einfach nicht. Das siehst du nicht? Ich weiß es nicht. Ne, also alles, was mich sich bisher bei mir gezeigt hat, wie gesagt, ich arbeite bestimmt schon 10 Jahre dran. Ne? Also ich habe eine Kollegin gehabt, die hat mir das mal ins Gesicht gesagt. Und dafür bin ich ihr zutiefst dankbar. Was hat sie Ne? gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, das war eigentlich ganz, ganz unschuldig beim Frühstück irgendwie. Und dann hat sie gesagt, wie schlecht ich über Männer denke. Und dann hat sie mir gesagt, wie oft ich das im Unterbewusstsein in der Minute denke. Und genau das trifft es total. Ja. Und das tust du immer noch. Jetzt frage ich mal die Karten. Wie kannst du das denn lösen? Erste Schritte in Richtung Lösung, ja? Katharina? Möchtest Ja, du? Okay. klar. Na klar, gut. Wie kannst du dieses Thema auflösen? Wie kannst du dieses Thema auflösen? So, was kannst du tun, um dieses Thema aufzulösen? Was kannst du tun? Du,
Du brauchst ein bisschen Geduld. Und zwar darfst du deine Sprache und dein Denken wirklich verändern. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es ist ganz wichtig, weißt du, dass du diesen Gedanken, die du über Männer hast, auf die Schliche kommst. Ich gebe dir jetzt mal eine Aufgabe, und zwar für die nächsten 2 Wochen. Das solltest du wirklich tun. Und jedes Mal, wenn du einen Mann triffst, den du interessant findest, höre auf das, was du denkst, und schreib das auf. Schreib das bitte alles auf, was du über Männer denkst. Und zwar 14 Tage lang. Weil, wenn du diese Gedanken nicht entlarvst, kannst du noch 30 Jahre an dem Thema arbeiten und es ändert sich nichts, weil das ist so konditioniert in deinem Kopf. Das ist so schlau von deiner Kollegin gewesen, weil sie das so gefühlt hat und das ist toll. Das ist ein super schöner Hinweis und das ist wichtig für dich, dass du eine andere Sicht von Männern bekommst. Weil wenn du die Dinge entlarvst und siehst, dann kannst du das Gegenteil lernen zu denken. Also du darfst dem ja was entgegensetzen sozusagen. Männer wollen nur das eine, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Und das darfst du umkehren. Du darfst neue Gedanken dem geben. Und das ist wichtig, sonst wirst du dich den Männern nicht annähern können, weil es ist eine Barriere zwischen euch. Es ist, Ich habe ja. den Schlüsselsatz. Der Schlüsselsatz ist aus meiner Kindheit: Du weißt nicht, wer auf deinem Kopfkissen schläft. Okay, so. Und das steht ganz oben drüber. Das ist ein Leitsatz, ein Glaubenssatz, der hat jetzt ausgedient, Katharina. Der ist fertig. Der ist durch. Und deine Gedanken dürfen andere werden. Und ich sag dir, das wird gut werden. Das schaffst du. Ich gebe dir eine Botschaft der geistigen Welt zum Abschluss für dieses Thema. Okay. Geh nochmal in dein Herz, fühl dich nochmal. Eine abschließende Botschaft der geistigen Welt für dich. Was will die geistige Welt dir jetzt noch mitteilen? Was will die geistige Welt dir jetzt noch mitteilen? Ja, weißt du? Und wenn du dieses Männerthema bearbeitest, kommst du dir auch selber näher, weil du darüber nämlich auch lernst, eine Frau zu werden, war ganz zu werden, weil wenn du das Männliche in dir selber nicht akzeptierst, weil das tust du ja nicht, weil wenn der Mann etwas ist, was man nicht akzeptieren kann, dann akzeptierst du das Männliche in dir auch nicht. Und das darfst du integrieren. Und darüber, das wird ganz von alleine passieren, wenn du den Mann als solchen in dein Leben integrierst mit guten Gedanken, wirst du selber eine Frau werden und zwar ganz werden. Und das ist das, was du dir wünschst und das bekommst du. Kann ich nur bestätigen, Dankeschön. liebe Katharina, das stimmt. Sandra ist auch unten Dankeschön. im Seminar. Sandra, wink mal. Genau. Wir beide haben die gleiche Erfahrung mit unseren Seelenpartner gemacht. Über die Männlichkeit, über den Partner. Und der Mann hat uns erst wirklich in diese Weiblichkeit gebracht, wenn wir gesehen werden. Das ist traumhaft schön. Und kam mir gerade der Impuls, ich wusste jetzt ja nicht, dass das Thema Partnerschaft heute angesprochen wird, aber. Wer Lust hat, Sandra und ich haben nächsten Sonntag von 19 bis 22 Uhr das Thema in unserem Online-Seminar Tantra und die heilige Partnerschaft. Und das geht richtig, richtig tief. Also da kann die ein oder andere Träne auch mal vergossen werden. Also wir freuen uns, wenn der ein oder andere noch dabei sein möchte. Ute, das hast du so schön und so kraftvoll gesagt. Danke, liebe Katharina. Danke.
gibt's noch, hattest du jetzt gerade noch einen Abschlusssatz? Wolltest du da noch irgendwas sagen oder war das war jetzt war gut, ne? Okay, prima. Ja, das ist alles okay. Das ist alles gut. Sehr gut. Okay. Dankeschön nochmal von Herzen. Na Danke. gerne. Liebe Ute, ich hatte gerade noch von der Ursula im Chat eine kurze Nachricht gelesen, wie sie denn jetzt vom Kopf ins Herz kommt. Das hattest du ja gesagt über die Mama. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie sie das machen kann? Nee, also das darf sich ergeben, weil die Mutter ist ja nun mal die nächste gewesen, die wir von Anfang an hatten, und darüber werden Emotionen sich lösen können. Du wirst es sehen, wenn du das Mutterthema bearbeitest, dass dein Herz sich öffnet. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja, das wird von ganz alleine passieren. Okay. Ja. Dann habe ich abschließend noch eine Frage, liebe Ute. Man kann dich ja auch buchen. Ja. Wie schaut das aus? Man muss nicht ein Zoom machen, du machst es auch telefonisch, ne? Ja. Ich lege eine halbe Stunde Karten, eine ganze Stunde, anderthalb Stunden habe ich letztens auch Karten gelegt. Das, also ja, je nachdem eben, was ansteht. Und das. Eine halbe Stunde, wenn jemand das bei dir buchen möchte. Also ich werde in den Social Media Kanälen einfach deine Handynummer mal durchgeben, wenn dir das so recht, Ja, absolut. ja. Sehr gerne. Und was würde jemand dir als Wertschätzungsbeitrag für eine halbe Stunde oder eine Stunde geben, damit auch alle das wissen? Also eine halbe Stunde würde 40 Euro sein und eine ganze Stunde 60 Euro. Okay, gut. Dann Ja. hat jeder mal so eine Vorstellung, wenn jemand mit dir noch weiter in die Tiefe gehen möchte. Ah, liebe Ute, danke, danke, danke. So schön, dass du heute Abend dabei warst und wir dich jetzt hier alle mal so kennenlernen durften. Ich habe dich ja vorher schon kennenlernen dürfen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja hier einfach noch mal wieder. Vielleicht hast du ja noch mal Lust dabei zu sein. Schauen wir mal. Gerne, das hat mir Spaß gemacht. Schön. Das ist ganz Besonderes. Ja, viele besondere Frauen, ein besonderes Setting, das ist super. Mir gefällt das total. Ja, und du arbeitest ja auch mit Männern. Also es sind jetzt ja auch Ja. wirklich, also zu mir ist jetzt letztens auch ein Mann gekommen, der vorher bei dir war, ganz spannend. Und bei mir war ein Mann, der dann bei dir gewesen ist, auch ganz spannend. Wir haben Ja, das echt so super schön, ja, das war wirklich cool. Und die Männer sind total begeistert von dir. Die Ja. fühlen sich wirklich gesehen. Also du bringst wirklich, also du haust den Nagel auf den Kopf. Und das ist ja, hier war es. Regel war es ein bisschen oberflächlich, aber du gehst dann ja wirklich ganz in die Tiefe und die haben solche Aha-Erlebnisse, dass die wirklich Entscheidungen treffen. Ja. Männer und Entscheidungen ist ja auch nicht immer so vorrangig, ne? Aber die haben wirkliche Entscheidungen getroffen. Ich fand das Wahnsinn. Also die haben auch wirklich gesagt, das war so gut, das ging so in die Tiefe. Wow, die Frau hat mich gesehen, weil du bist empathisch, du hast ganz viel Herz. Und du sprichst das aus. Du sagst nicht das, was die anderen hören wollen. Du sagst das, was ist. Und Ja, das finde ich so genial. weißt du, ich bin ja seit 20 Jahren spirituell unterwegs, das habe ich ja schon erzählt. Und ich fühle dieses Spirituelle auch so sehr in mir, aber ich bin eben auch Familientherapeutin. Ich habe eine Super. dreijährige Ausbildung gemacht zur Familientherapeutin und bin Sozialarbeiterin. Und dass ich durch Kartenlegen diese beiden Fähigkeiten, die ich habe oder mir erworben habe, dass ich das miteinander kombinieren kann, das ist so ein Geschenk für mich. Ja, und ich kann sagen, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, auch Berufserfahrung natürlich, als Familientherapeutin ganz viel Erfahrung. Ja, und die Karten kommen jetzt hinzu und das ist meine Berufung. Und dass ich das machen darf, also das ja, ist einfach, das ist Gott geführt. So fühlt es sich an. So schön. Also dieses Video habe ich jetzt ja aufgezeichnet. Das wird in den nächsten Tagen auf YouTube hochgeladen. Darunter findet ihr einmal die Adresse von der Ute und ansonsten auf all meinen Social-Media-Kanälen, ob das jetzt auf Facebook, auf YouTube, auf Telegram, WhatsApp-Status, Telegram-Status, also in vielen Kanälen
Bei Telegram wird es auf jeden Fall in gemeinsam kraftvoll und ich bin das Licht gepostet werden und da werdet ihr Ute Storms Adresse bzw. Telefonnummer finden. Genau, ihr Lieben. Also, schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Also, wir werden das nicht mehr so machen, wie wir das bis zum Sommer gemacht haben, regelmäßig, immer an einem und den bestimmten Tag. Ich möchte das gerne flexibel halten. Ja, das ist vielleicht mal an einem Sonntag, mal an einem Dienstag, mal an einem Mittwoch, auch nicht immer alle 4 Wochen. Es kann mal plötzlich nach 2 Wochen wieder sein, nach 5, nach 3. Schaut einfach regelmäßig im Kanal rein, weil ich möchte mich da einfach führen lassen und nicht mehr so fest vorgeschrieben, sondern wenn das Herz sagt, jetzt ist es dran, dann ist es dran. Genau. Also, habt einen wunderschönen Abend und schlaft schön. Bis bald. Tschüss.